Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Bannerlords eigentlich. Ich habe diesen blöden Bug mit dem, Dings nicht hinbekommen. Oh, warte mal, mit dem Fail da von wegen. Diesen Bug quasi, wenn ihr wisst, was wir. Oto! Wir werden hier nochmal in den Krieg geschickt. Wir greifen natürlich mit an, ihr wisst ja, wie es ist. Wir müssen da mal richtig drauf hauen. Okay, mal schauen, wie spannend das jetzt wird. Wir sind halt gut im Vorteil. Geh dir mal ärgern. Okay. Und ihr könnt mal. Greift ihr mal an. Riders! Deep Formation! Ihr kriegt das hin. Haut ihn mal weg da vorne. Die nerven. Wir kennen das Problem da. So. Die Infanterie darf ruhig weiter vorrücken. Batz. Ah, schade. Da ist noch einer weg. Noch einer. Alter, jetzt werde ich sauer. Hör mal zu. Aua. Alter, wir haben hier gefühlt alles dezimiert, was nur geht. Ja, die reiten halt die ganze Zeit weg. Und das schmerzt den gerade mega. Jetzt sind wir aber auch in die Vollen gegangen, hör mal. Gut, Mann. Komm vor. Apropos. Vielleicht nicht so weit. Das reicht auch schon. Ja, also das hat denen schon mega wehgetan, was wir hier veranstaltet haben. Und guck mal, da kommen sie wieder. Eins. Noch einer weg. Hey, komm. Oh, den hätte ich jetzt aber gerne erwischt. Au. Und weiter vor. So. Ja, das wird jetzt lustig. Ich warte auf den Moment, wo wir dann halt. Wir können mit einer Schildwall jetzt mal vorgehen. Hey, komm mal. Ah, er schützt sich die ganze Zeit, hat einen Schuss. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt tut's aber weh. Der ist auch weg. Das mit dem Bogenschützen, das wird langsam süßer. Formt ein Quadrat. Aua. Wenn die nämlich zum Quadrat werden, dann wird's fies, weil die haben genügend Platz. Dann, ja, genau. Jetzt kommen die Schüsse rüber. Und wir sollten das jetzt gut hinbekommen. Ey, halt mal drauf. Tschüss. Das war wohl nix. So. Und die halten natürlich jetzt mega drauf, während die anderen versuchen natürlich anzurennen und die gehen natürlich vollkommen ins Verderben gerade. Ah ja. Und wir Reiter, wir kümmern uns um die da vorne. Aua. Fuck, Alter, das ist keine geile Idee. Schilder nach oben. Wir überrennen sie. Haut einfach drauf. Haut sie weg.
So. Boah, den hätte ich jetzt gerne erwischt. Bam, der ist auch weg. Wir haben zwar nicht so eine riesige Reichweite mit dem Ding, aber wir haben halt ein Schild. Das ist... Wenn die angreifen würden... Aber wir können die jetzt halt richtig aufmischen davon. Ah, schade. Wir können die halt einfach da hinten aufmischen jetzt. Und die versuchen uns anzurennen. Batz, noch einer weg. Stimmt einfach. Oh, den wollte ich jetzt haben nochmal. Oh, der hat aber einen Purzelbaum gemacht hier, der Kumpel. Bam. Getroffen hat sie. Alter, ich habe ein Pferd getroffen, was ist los? So. Irgendwann habe ich gerade abgeritten. Wow, jetzt hat sie mich getroffen. Aber die Leute marschieren jetzt eh vor und zermürben wir jetzt komplett. Wir hatten halt das Glück, dass wir halt sehr viele gepult haben die ganze Zeit. Ja, bis wir halt den Großteil der Leute hatten. Wir haben 26 Leute verloren, wir haben gut was. Alter, die Schlacht ist nämlich ganz vorbei, aber. Das ist eigentlich genau unsere Schlacht. Irgendwas. Ja, gut, ein bisschen hat es schon wehgetan. Aber jetzt holen die sich nur noch den Rest. Den Rest der Leute quasi. Mal was trinken, sorry. Ich habe irgendwie eine raue Stimme, wie ihr hört. Gute Schlacht. Du bist mein Gefangener. Wir nehmen eure mit. Zum Glück sind die Blobs nicht durchs Feld gerannt. Das ist ein bisschen lustig geworden. Vielleicht machen wir mal so eine Blob-Armee. Aber alle Blobs, die wir haben, zack, zusammen. Alter, Plünderer. 10 Plünderer sind gerade aufgestanden. So muss das eigentlich laufen. So, wir machen wieder Blobs. So, und Fußsoldaten. Ah, hier. Botanische Vieren. Wenn wir mal so einzelne rüber droppen, ist das geil. So. Ja, wir sind über Limit, alles klar. Ja, da kam auch wieder was zusammen. Müssen wir mal gucken. Wie sieht's denn aus? Sind wir... Oh, wir sind im Verwalten. Tragekapazität für Truppen, Handelsschreiben, wenn... Was? Wird um... Handelsschreiben für Reittiere? Was ist denn? Packtiere wird um 20... Was ist denn eine Handelsstrafe? I don't know diese. Aber ich würde das erste machen. Wenn ich Reittiere höre, denke ich natürlich, dass das Wichtigste ist. Wie viel können wir tragen? Ja gut. Jetzt ist das Tragen eh egal. Okay, ihr wisst, eigentlich müssten wir... Also wir haben zwei Sachen zu tun. Entweder wir knüppeln jetzt Batanien wieder nieder. Ich meine, da wäre jetzt zum Beispiel hier... Also, wobei Gerzegos vielleicht jetzt nicht, aber... Kramirok oder wie das heißt. Das wäre die... Also die beiden... Kranirok und Ultaim und das hier, das wären so drei Festungen, die eigentlich wichtig wären. Das ist, glaube ich, mitunter Passage, ne? Das ist Passage. Somit hätten wir den alles hier abgeschnitten. Die ist eigentlich relativ egal. Gut, Gerzegos ist eigentlich auch schon Halbpassage. Oder wir knüppeln einfach auf die Kusaid wieder drauf und wie sieht's denn aus? Die würden auch gegebenenfalls. Also wir warten ab. Aber gegebenenfalls würden wir hier einen Frieden
durchziehen. Kusaid, Lanzenreiter ohne Ende wieder. Ah, warte mal. Hier, was haben wir hier doch? Wo waren die denn? Die normalen Reiterchen hier. Die normalen Kusa hier. Ah, die bra. Achso, das sind die Kang Li oder wie die heißen. Ja, ach guck mal. Ein Speerträger. Ich meine, Epic Routeur, das wäre jetzt auch eigentlich eine nette Sache. Wir hätten halt ein paar Teams um uns rum. Ja, komm, Abfahrt. Was wollen wir hier warten? Den greifen wir halt alle gemeinsam an. Naja, vier Teams sind schon da. Ein Teil wartet. Vielleicht erobern die jetzt. Dann geht's hier rund. Ja, komm, dann erobern wir. Lagere die Stadt. Einen Rambock. Zwei Türmchen. Die Türme sind schon nicht schlecht, das muss man schon sagen. Und wir machen Feuer und Nager. Ich habe das Gefühl, die waren die effektivsten bisher. Und währenddessen erholen wir uns einfach ganz easy peasy. Wir haben noch über 200. Ja, über 200. Fast 300 Verletzte so. So. Ist aufgebaut, solange die uns nicht irgendwas angreifen. Irgendwas Wichtiges. Wenn die irgendwas zurückerobern, dann wird meine Wache großartig werden. Großartig klingt irgendwie so, als ob sie ganz besonders toll wird. Nein, wir werden einfach draufhauen auf die. Bis wir durch sind. Hammer. Spartanische Leute. Und wir bekommen hier neue dazu. Etwas, was mich doch sehr erfreut. Spartanische Kriegerchen. So. Wie sieht's denn aus? Dann sage ich halt nein. Es ist eure sind eure Schlachten, ne? Also ich würde es nur mal gesagt haben. Ihr müsst dann an zwei Fronten kämpfen mitunter. Ich werde versuchen auch an zwei Fronten zu kämpfen, aber das ist nicht immer einfach. Deswegen... Die starten alle in Balgard und Umbrella. Balgard. Rote. Alter, der startet ja auch am Arsch der Welt. Mengus der Rote. Wir sind alle da, wir könnten das locker machen hier mit der Gegend hier. Ich meine, wir holen uns das eh, also irgendwie wird es unser sein. Für 16 Tage Essen, Gruppenmoral ist recht hoch. Gut, die anderen droppen extrem eigentlich. Und guck mal, da kommt schon ein größeres Team. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen die nämlich einpacken. So. Und währenddessen können wir uns... Ja gut, da werden Leute eingenommen. Wir können jetzt schon angreifen, dann hätten wir den... Also Epikrotea ist wirklich ein recht wichtiger Punkt, muss man echt zugeben, weil... Dort dreht sich ziemlich viel. Das ist so ein Achsenkreuz auch wieder. Ihr seht ja, wie viel da durchrennt. Gerade jetzt so während der Phase, wo wir hier belagern. Deswegen ist es schon gar nicht mal so schlecht. Alter. Das Schlimme ist, man muss halt jeden einzelnen verbessern. Deswegen ist es besser, wenn man nur eine Truppe quasi wählt. Also eine Art von Truppe. Jetzt kaiserlicher Bogenschütze. Landischer Unteroffizier. Supergeil. Ganz tolle Einheiten. Beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich, also bei
einer neuen Season würde ich wahrscheinlich unten in Vlandien mich erstmal verdingen. Und dann würde ich, glaube ich, nach oben ziehen wollen. Und dann würde ich... Ja, also das... Ich bin schon gespannt. Also die nächste Season wird auch ganz anders sein. Also wir werden... Ich werde da auch nochmal richtig überlegen, wie ich die Mods einstelle und so, ne? Also die... Ich werde auch gucken, was für Mods ich dann nochmal mit reinnehme. Nochmal gucken, dass man das vielleicht so justiert, dass es nicht zu krass ist. Ne? Aber dass man... Ja... auch was Anständiges hinbekommt, ne? Jetzt im Moment macht es mir schon Spaß, weil man probiert auch noch so ein bisschen das Spiel aus. Ne? Man guckt hier und da. Was kann man machen? Eidbewahrer. Cool. Gut. Also der Krieg steht an. Wir hauen raus. Wir haben 4 Onaga. Das wird so lustig. Ich will mal sagen. Abfahrt weiter. Wir schaffen das. So, ich steig hier schon mal ab. Oh ja, da fliegt schon was. Oh ja. Alter. Die Feuerunage, hör mal. Da wurde schon irgendwas weggehauen. Also schlimmstenfalls bomben die da alles weg, habe ich das Gefühl gerade. Okay. Bam. Die haben das Tor getroffen, oder? Ah, die haben auch Feuer und Nager. Die haben nichts getroffen gerade, glaube ich. Tja. Ja, manche Schüsse gehen auch so ein bisschen daneben. Manche treffen richtig gut. Und einige... bleiben eigentlich... Oh, sehr schön. Oh, da fliegt was. Da fliegt doppelt was. Das gefällt mir gar nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Übersicht. Ich würde gerne durch die Mitte. Es wird wohl so sein, dass ich anders rein muss. Oh, der ist älter. Das waren unsere Leute, glaube ich, ne? Nee. Gar nicht mal. Die anderen opfern ihre Leute gerade. Wow. Nichts getroffen, sehr gut. Und die schieben und schieben und schieben. Die sind schon am Tor. Die werden nicht mehr aufgehalten, die da oben auch nicht mehr. Und das Tor wurde jetzt schon zweimal getroffen, glaube ich. Ja, die Onaga, die machen hier eine pure Verwüstung gerade draus. Ja, ist schon heavy. Hinten klappt's um. Und zwar, wenn die ersten oben sind. Weil ich überlege, auch mal über die Mauer zu gehen jetzt. Ich meine, schlecht ist es ja nicht. Wir haben es ja beim letzten Mal auch ganz gut hinbekommen. Schutz ist da. Da ganz rechts könnte jemand. Und so, ne? Die Bogenschützen ausschalten. Oh, da ist ein Block. Alter, hat er echt getroffen gerade. Der ist weg. Der ist weg. Oh fuck. Schild hoch. Na. Tot. Noch einer weg. Der ist tot. Der ist auch tot. Das war ein Plünderer sogar nur. Oh, das ist ein guter. Oh ja. Alter! Haben wir rumgehauen. Naja, gut. Aber wir sind ja durch. Das sollte ein klarer Sieg werden. Zum Glück habe ich den Turm relativ freigeräumt am Anfang mit ein paar Schlägen. Und deswegen kommen die jetzt hier so gut durchgerannt. Sehr schön.
3 verloren, das ist echt in Ordnung. Gut, die war aber auch echt schwach bewacht noch durch die Kriege, also... Ich will ja nichts sagen. Aber die haben mich trotzdem erwischt. Die Babsäcke. So, dann lösen wir die Armee mal auf. Gehen wir mal zur Taverne. Also mit dir, Bubi. Und wir holen uns hier ein paar Leute noch. Ich weiß, ich kann die jetzt alle nicht so gut bewaffnen und so, aber... So ein paar Leute mit dazu nehmen, das ist... gar nicht mal so schlecht jetzt. So, bitteschön. Wenn die Armeen haben, ist das so viel wert. Die Armeen sind meistens eh besser als die. Und leveln tun die alle auch. Bin ich da jetzt mal ganz easy. Wo wir aber gerade dabei sind, wir müssen tatsächlich handeln dadurch. Die haben auch gute Sachen gerade. Wir fangen mit den Rüstungen an, wie immer. Erst die Rüstungen. Alles klar. Was haben wir denn noch? Das da. Das sind halt nie die besten, aber who cares? Ah ne, Schuhe. Lamellenpanzerstiefel passt. Der Herr kleidet euch ein. Eine kaiserliche Schutzweste. Lamellenteile. Ist halt schon geil, dass wir uns sowas leisten können für die Leute hier. Dass sie nicht vollkommen schutzlos rumrennen. Was haben wir denn hier? Schöne Soldatenstiefel. Haben wir hier noch was? Jo, hier. Passt. Die haben keine... stimmt. Wir kleiden die erstmal ein. Wir müssen halt aufpassen. Wir müssen halt gucken, dass wir denen halt wirklich gute Sachen mitgeben. Ach komm. Gönn dir die. Schulterumhänge. Nimm dir die Handschuhe. Nimm dir die Schuhe. Es sind ja schon einige, die dazugekommen sind. Das ist halt geil. Auch wenn die Sachen jetzt erstmal noch nicht so hübsch sind oder zerbrochen sind oder so. Eine gute Rüstung wäre nicht schlecht für ihn. Hoppala. Gut. Gute Rüstung sieht anders aus. Ah ja, der hat noch kein Cape quasi. Also kein Schultertuch. Okay. Sie bekommt die Schuhe. Eine schöne Rüstung. Ein Umhang. Offizierte Plattenhandschuhe. Alter, wie viele? Wir haben schon ein paar geholt jetzt. Das merkt man. Die werden auch ins Geld gehen auf Dauer. Gönn dir das hier. Gönn dir. Handschuhe hat er nicht. So. Perfekt. Dann Waffen. Gönn dir ein Spartion. Ein Dreiecksspeer. Gut. Gönn dir eine Axt. Wobei der kann dann noch einen Bogen bekommen, vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Stichtag, Schild und Anzerbrochene. Gib dir ein Breitschwert. Das da, sie hier. Sie sollen Streitkolben nehmen. Und eine Kusaid-Lanze. Ach, hier ist noch eine. Ja, der hat aber ein gutes Schwert, habe ich das Gefühl, ne? Riesige große Säbel. Hier. Auf dem Rücken damit. Ja, wobei. Nimm dir lieber die Axt. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Jo. Er bekommt ein Schild. Alter, diese Wurfspeere einfach. Es sind so viele Wurfspeere, die ich hier verkauft habe in Epicrotea. Es wird halt auch nie besser. So, gegönnt. Oh, der hat... Der braucht nur ein Schwert.
Abfahrt. 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 Das ist auch ein Noob mit dem, Gönn dir einfach, ist egal. So, der eine brauchen. Wo sind der? Das war der hier, ja. Er bekommt noch einen feinen Spieß dazu, so. Bekommen ja auch alle Pferde und sowas. Jetzt kommen wir zu den Pferden. Oh Gott, der kann ja gar nicht reiten, der Hayo. Der bekommt ein Lastpferd. Mit dem da. Der kriegt einfach das beste Pferdegeschirr, komm. Lass mal sein, du bekommst das da. Ja, sie kann schon wieder mehr reiten. Sie bekommt ein er meine ich, Entschuldigung. Und ein botanisches Pferdegeschirr, das ist aber nicht so gut. Nimm das da. Davon haben wir ja ein paar. Oder nimm den da, passt schon. Auch ein Stippenpferd. Und ein halbrostiges Ding hier. Gib mir lieber dein altes Lastenpferd. Und nimm das da. Alter, das ist doch... Wie man die ausrüsten kann halt. Ich liebe es. Wie gesagt, ich finde es halt nur schade, dass man die nicht... Dass man denen das nicht sagen kann. Rüste dich aus, hier hast du Geld, so quasi. Gut, damit hätten wir die. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie Geld machen, ne? Das ist das Schwierigste hier. Irgendwie das wieder reinbekommen, was wir da ausgeben. Also klar, wir machen hier auch leer und so und sparen uns somit ziemlich viel Zeug, was wir haben. Zack. Ja, komm, verkaufen das Zeug hier. Gut, dann müssen wir hier noch verkaufen. Und wir bekommen jetzt das Geld. Ein perfekter Tausch. So. Ich würde auch tatsächlich das nächste schon erobern. Und das wird Yatma. Dann hätten wir den hier... Also hätten wir fast die komplette Kontrolle über dieses, diesen See hier. Oder also eine Art schwarzes Meer halt. Das wäre schon krass unterwegs hier. Hat Kusaid irgendwas erobert? Nein. Hat Batanien noch irgendwas erobert? Nein. Oh, wir hätten jetzt 94 in Support. 94%. Klar, dass wir das machen. Mit 81% ist okay. Frieden. Frieden, Freude, Eierkuchen. Und jetzt hauen wir jetzt hauen wir die Kusaid weg. Ich hoffe für immer und ewig. Ich lasse natürlich meine Gruppen wieder rumrennen. Ihr wisst ja, wie es ist. Der Räuber darf rumrennen. Sind alles keine guten Einheiten. Also keine guten Leute. Aber wenn sie rumrennen, dann können sie vielleicht ein bisschen Stress machen. So. Cool, der Graue. Sehr schön. Noch eine Gruppe hinterher. Alle in Epikrotea. Oder Epikrotea. Epikrotea, weil das ja eher ist. Rotä. Epikrotea und Rotä. So muss es sein. So, und Lüt, der Pferdedieb. Werden alles mal gute Leute werden, glaube ich. Karawanen brauchen wir keine. Gab's hier noch? Ja. Mengus Schwarzzahn. Passt. Wir reiten hoch. Vielleicht gönnen wir uns das? Nein. Komm, Tegern, du bist ein Blob, das ist okay. Alter, 15.000 minus bekommen. So, viel Spaß mit Rote. Mit Epikrotea. Wir gehen da mal rüber und kloppen den Rest weg. Tja, und danach müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Leute hier finden. Die ersten steigen halt schon auf. Das ist halt so grandios. Hey, Al-Jin.
Wir leveln natürlich jetzt alles nochmal hoch. So, so. Flandische Armbrustschütze. Also die, genau, die. Ein Teil der Gegner haben wir halt schon abgegeben wieder. Also, nur die, die wir natürlich hier jetzt im Krieg noch mitbekommen haben. Ja, Algin. Da wird's knallen, ne? Tut mir jetzt schon leid. Die schafft das. Die ist ein bisschen schneller als wir. Okay, stopp. Wir lassen das. Wir strengen uns nicht weiter auf. Ich würde die nochmal aufbessern, wenn wir jetzt gleich Djatma uns holen. Also, ihr könnt gerne alle kommen. Ihr seid ja alle in Laufreichweite. Ja, da kommt Barnors Truppe oder Baranors Truppe. Ach guck mal, da kommen sie schon alle. Lagere die Stadt. Oh, gleich sind sie alle da und dann geht's los. So. Wir sind mit so vielen Leuten vor Ort. Wir bauen auch hier wieder Feuerunager. Können auch noch mehr dazu holen. Jetzt sind ja noch ein paar in der Nähe. Dann können wir einen besseren Krieg beginnen hier. Jeder und jeder Einzelne ist hier natürlich herzlich willkommen im Krieg. Achso, das machen wir kurz vor Schlacht. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Oh. Die Kusaid wollen. Die Kusaid wollen dringend in den Krieg mit uns. Aber die werden schon merken, dass das ein oder andere jetzt schon wieder weg ist. Bruder der Polanien gefangen, jawohl. Die ersten kommen schon wieder in Knechtle. So. Und wir holen uns natürlich die Onager. Die dann gleich richtig drauf schießen können. Oder da werden die ersten großen Punkte verteilt schon. Hui, haben es gut getroffen. So. 4 Leute haben wir. Wir holen nur unser Team zusammen jetzt. Dann ziehen wir natürlich weiter nördlich und holen uns einfach alles, was noch von denen übrig geblieben ist, um denen so richtig einen nochmal reinzuhauen. Ich meine, wie gesagt, die haben uns den Krieg erklärt, die wussten, dass wir mächtig sind und ja, das fällt denen jetzt halt auf die Füße. Aber so ist es immer, so wird es immer bleiben und so wird es immer sein. Die Leute wollen immer Krieg mit uns. Die Leute bekommen dann immer auf die Nase. Gut, außer Batanien. Batanien ist noch immer heftig. Also das ist, glaube ich, so eines der Reiche, mit denen ich am meisten Probleme habe. Die sind halt viele, die kommen plötzlich und erobern dir alles weg, während du im Krieg bist. Also das ist schon so... ist schon haarig. So, ihr seht, wir haben nicht mehr so viele Gefangene, aber umso mehr und so viele Truppen. Wir gehen in den Krieg, führe den Angriff an, da sterben Leute weg, ist alles gut. Okay, jetzt wird's rund gehen. Truppen automatisch verteilen. Angriff beginnen. Da rollt der erste Turm schon. Der erste Schuss fliegt. Bam! Direkt eine Zinne weg. Jungs, wenn ihr so weitermacht,
Darf ich auch mal? Eine Mangonel. Die schießen jetzt. Nur im Auge empfehlen. Oh ja. Der hat gut getroffen, der Junge. Ah ja. Anhalt nicht. Ah, hier. Drehen, 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 drehen. Ich liebe es. Okay, ich kann nicht, die müssen das selber machen. Sorry. Oh ja. Ah. Gut, die werden dran glauben müssen. Oh, ein zitterndes Schwert, danke. Hier kommen wir leider nicht hoch, aber hier zerstören wir alles. Zumindest etwas. Da hinten stehen noch welche. Das sind halt auch wieder chronisch in der Unterzahl. Turm. Komm, wir nehmen den Turm. Und wenn sie halt die Dinger hier kaputt machen, dann ist eh vorbei. Oh ja. Die wollen das so. Glaub mal. Alter, da hat's wieder gescheppert, aber... Oh, wir haben einen Block dabei. Wir haben einen Block dabei. Ich geh rechts hoch. Ich will's wissen. Willi will's wissen. Wie heißt ein Ritter ohne Helm? Haha, Wilhelm. Haha, haha. Oh, jetzt kommt hier aber... Oh ja. Ich versuche mich zu halten. Also instant runter hier. Oh fuck. Da hat was bei uns gescheppert. Oh ja. Aua. Ich will hier rum, ich will hier rum. Kann ich nämlich von hier aus drauf. Oh ja. Block. Nimm das, Alter. Blob. Blob greift an. Tot. Okay. Sind wir nur noch zu zweit und halten die Stellung? Oh, ich bin allein und halte die Stellung. Na, fast. Oh fuck. Ich bin voll in das Wespennest reingelaufen. Oh ja, ich habe einen getötet. Aua. Okay. Ein Kusaid-Scharfschütz ist down. Okay, er ist auch tot. So. So. Oh fuck, der hat mich aber. Aber ich habe den Weg wieder freigeräumt. Aber ich bin zum Glück nicht tot. Ja, komm, wir greifen weiter an natürlich. 10 Verletzte, aber keinen Toten. Und ich noch so, ja, wir werden noch einen Toten kriegen. Ja, toll. Keinen Toten bekommen. Aber das war ja auch... Die Schlacht, die war ja aber auch jetzt hier Hammer. Wir schenken der Stadt mal ein paar Leute. Ein paar, die wir nicht brauchen. Burgfried, Garnison verwalten. Ja genau, hier haben wir Truppen. Wir können die auch austauschen, aber who cares. So, wir geben denen mal Plünderer. Wir geben denen mal Söldnerarmbrustschützen.
WLAN. Ja, wir haben so ein paar Leute hier, ne? Ah, Bogenschützmiliz, damit könnt ihr mehr anfangen. Sperrmiliz, könnt ihr mehr anfangen. Angeheuerte Armbrustschützen, könnt ihr auch mehr anfangen. Aber jetzt wird's schwierig. Der Rest ist unser. Wie viel haben wir? Ja, sollte passen. Den Rest lassen wir uns frei. So, Djatma ist unser. Etwas, was ich mir sehr freue. Oh, da wird gleich gewürfelt hier. Ja, kriegt Tegern das halt, okay. Alles gut. Und wir lösen uns mal auf. Sonst wird's schwierig. Wir haben da hinten noch was. Was wir uns holen könnten, theoretisch. Die Festung. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die ist. Also dann haben wir den fast alles weggenommen. Festung Melion. Ja, also dann würde ich mir aber auch hier Onyra jetzt mal holen danach. Also, so geht das jetzt nie mehr her. Hammer. So, guck mal. Ach, das machen wir auch. Ne, wir machen das immer alles danach in Ruhe. So, wir ziehen unsere Leute mal zusammen. Die hier so eifrig rumflitzen. Abfahrt. Wir klemmen uns gleich da hinten dran und dann... Wir belagern schon mal. Bis die anderen eintreffen. Komm, wir nehmen jetzt mal wieder hier unsere Kollegen. Hatten wir auch lange nicht mehr. Jo, da werden wir gleich wieder drauf fahren, ey, hör mal. Da haben wir wieder was. Tja. Aber gut, dass wir die Mauer gehalten haben. Das war halt... Ich glaube, das hat uns echt nochmal gut getan. Diese Zeit zu bekommen. Weil man hat schon gemerkt, dass die Leute so nach und nach hochkamen. Also zwar hochkamen, ja, also von uns jetzt. Aber es hat halt... Also es hat schon heftig gescheitert an den Typen, die da auf der Mauer standen. Die haben da schon mega stunk gemacht. Alter, guck dich das mal an. Was ist denn hier los wieder? So, so. Ja, ja, Truppengröße überschritten. Ich gleich sehen, wie meine Truppengröße überschritten ist. Ja, hör mal. Wenn wir die gleich weghauen, dann wirst du sehen, was wir davon haben. Also. Wir haben fast wieder alle da. Also das ist echt wichtig, dass wir die Leute dazu bekommen. Ein Kriegskamel wurde deiner Gruppe hinzugefügt. Ach stimmt, wir bekommen ja, oh, das Spiel ist abgestürzt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.